Die Agenda, die mit uns im Moment da durchgeführt wird, die ist so menschenfeindlich und die ist auch so gegen das innere Wesen des Menschen gerichtet. Das Ziel von Neuralink ist, den Menschen mit der digitalen Sphäre über Implantate zu verbinden. Sachbearbeiter wird es in ein paar Jahren nicht mehr geben. Auch Steuerberater wird es in ein paar Jahren nicht geben, weil das wird alles von der künstlichen Intelligenz übernommen werden. So, ja, ein ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Community. Heute wieder bei uns zu Gast Ernst Wolf mit einem ganz, ganz spannenden Thema. Aktueller geht's eigentlich gar nicht, denn die vierte industrielle Revolution hat mittlerweile Einzug gehalten und verändert eigentlich fast alles. Und wie es das verändert, das wollen wir uns heute mit Ernst Wolf mal ein bisschen näher anschauen, denn er ist natürlich einer der international doch sehr weitsichtigen kritischen Journalisten. Ich betone Kritik. Kritik ist die Sauna für die Seele. Das geht uns alle an. Und von daher bin ich also auch jetzt gespannt, wie er gleich zu dem Thema uns hier einiges berichten kann. Also, lieber Ernst Wolf, ja, auf geht's los. Industrielle vierte Revolution. Was hat das auf sich und welche Auswirkungen, Konsequenzen hat das auf uns? Ja, vielleicht erstmal für die, die sich an ihre Schulzeit nicht mehr so gut erinnern. Also die erste industrielle Revolution, das war die Einführung des Webstuhls und die Einführung der mechanischen Produktion. Die zweite industrielle Revolution hat ihren Ausgang dann, die erste hatte ihren Ausgang in Großbritannien, die zweite dann in den USA. Das war die Einführung des Fließbandes und die wissenschaftliche Erfassung der Fließbandproduktion über den Taylorismus. Also da wurde da die ganze Massenproduktion wirklich wissenschaftlich durchorganisiert. Dann haben wir die dritte industrielle Revolution erlebt in den 70er bis 90er Jahren. Das war die Einführung des Personal Computers und anschließend der Durchbruch im Internet. Wir dürfen nicht vergessen, Ende der 80er Jahre hat es das Internet so gut wie nicht gegeben. Also das war damals, also das ist ja aus dem militärischen Bereich gekommen, ist dann von den Universitäten aufgenommen worden, aber erst in den 90er Jahren der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt worden und ist dann ganz, in ganz kurzer Zeit explodiert. Also seit 2005, seit 2010 ungefähr gibt es so gut wie keinen Menschen in den Industriestaaten mehr, der das Internet nicht nutzt. Gut, aber jetzt stehen wir an einer Schwelle zu einer neuen Revolution. Das ist die vierte industrielle Revolution und da geht es hauptsächlich um künstliche Intelligenz. Man muss sagen, diese künstliche Intelligenz spielt in unserem Leben schon seit längerer Zeit eine ganz große Rolle. Und das haben die Leute überhaupt nicht mitbekommen. Und zwar ist es so, der größte Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, also das mächtigste Finanzunternehmen der Welt, hat von Anfang an ein Finanzdatenanalysesystem namens Aladdin betrieben, also seit 1988. Und dieses Finanzdatenanalysesystem arbeitet mit künstlicher Intelligenz. Das speichert alle Daten aus dem Finanzbereich, die es bekommen kann. Und das entwickelt daraus dann Zukunftsszenarien. Man kann darüber Planspiele durchführen und so weiter. Und dieses Aladdin-Finanzdatenanalysesystem oder Netzwerk wird großen Unternehmen zur Verfügung gestellt. Und auf dessen Grundlage arbeiten auch die Zentralbanken seit 2008. Also in der großen Weltfinanzkrise von 2008, da war das Weltfinanzsystem eigentlich am Ende. Das konnte damals nur durch die Zentralbanken gerettet werden, dadurch, dass die Zentralbanken praktisch immer mehr Geld ins System eingespeist haben und die Zinsen immer weiter gesenkt haben. Aber um das genau zu organisieren, brauchten die damals Daten. Und diese Daten hatten sie nicht, weil Zentralbanken sind Behörden, Behörden sind schläfrig und langsam, meistens weit hinter der Technologie hinterher. Und auf dem höchsten Stand der Technologie war damals BlackRock. Und deswegen haben die großen Zentralbanken, also die Federal Reserve, die EZB und die Bank of England, damals BlackRock mit an den Tisch geholt, die zu ihren Beratern gemacht. Und die ganzen Entscheidungen der großen Zentralbanken in den letzten 14 Jahren basieren eigentlich auf dieser künstlichen Intelligenz. Aber diese künstliche Intelligenz geht natürlich noch viel weiter. Die führt zum Beispiel dazu, dass das autonome Fahren immer weiter um sich greift. Es gibt also einige Städte in den USA, in denen kleine Bereiche bereits freigegeben sind. Da fahren tatsächlich Autos autonom, also ohne einen Fahrer, ganz selbstständig durch die Gegend. Ein Tesla-Auto zum Beispiel ist heute in der Lage, autonom zu fahren. Die werden zwar immer noch von Fahrern gefahren, aber wenn man da neben einem Fahrer sitzt, dann kann man ab und zu erleben, dass der sich einfach nach hinten lehnt und sagt, jetzt wird das Auto mal übernehmen. Und dann sieht man, wie weit diese Technik vorangeschritten ist. Das Ziel ist, zwischen 2025 und 2030 das autonome Fahren flächendeckend einzuführen. Was bedeutet das für den Arbeitsmarkt? Das bedeutet für den deutschen Arbeitsmarkt alleine, dass bis zum Jahre 2030
die Arbeitsplätze von 800.000 Berufskraftfahrern wegfallen werden. Das ist also ein enormer Eingriff in die Arbeitswelt. Nur in diesem einen Bereich. Ähnliches gilt für alle Berufe im Bereich der Bürokratie. Die werden fast alle durch künstliche Intelligenz wegfallen. Im Bereich der Verwaltung. Sachbearbeiter wird es in ein paar Jahren nicht mehr geben. Auch Steuerberater wird es in ein paar Jahren nicht geben, weil das wird alles von der künstlichen Intelligenz übernommen werden. Das heißt, wir stehen vor dem Jobverlust von unglaublich vielen Menschen. Und das bedeutet natürlich, dass das System, das Finanzsystem, unter dem wir leben, und die Arbeitswelt, unter der wir leben, dass die völlig instabil ist und dass da irgendetwas gemacht werden muss. Und was gemacht wird, das ist natürlich, dass im Hintergrund ein neues Geldsystem aufgebaut wird. Also da wird das digitale Zentralbankgeldsystem aufgebaut, was man dann irgendwann über das universelle Grundeinkommen vermutlich einführen will. Aber wir stehen, was die Arbeitswelt geht, vor riesigen Umbrüchen. Und nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Also die Universität von Oxford hat geschätzt, dass bis 2030 weltweit über 1 Milliarde Arbeitsplätze wegfallen werden. Und das wird natürlich das Gesicht der Welt ganz gewaltig verändern. Und leider muss man sagen, dass diese künstliche Intelligenz auch vor den Menschen nicht Halt macht. Und da ist gerade ein Mann wie Elon Musk weitgehend führend. Der hat also ein Unternehmen gegründet, das heißt Neuralink. Das Ziel von Neuralink ist, den Menschen mit der digitalen Sphäre über Implantate zu verbinden. Also es ist heute so, dass wir alle immer in unseren Computer reinsehen, um Informationen zu sammeln. Wir gehen dann meistens in die Suchmaschine von Google rein und bekommen diese ganzen Informationen. Neuralink arbeitet daran, dass man den Leuten einen Chip implantiert. Über diesen Chip können die Leute dann praktisch per Gedanken in die Google-Suchmaschine hinein und können gedankengesteuert diese ganzen Dinge abrufen. Es sind Tests durchgeführt worden, dass man Leuten auch Chips implantiert hatte, in denen Fremdsprachen gespeichert wurden. Die konnten dann praktisch in ihrer eigenen Sprache denken, aber in der fremden Sprache dann kommunizieren. Also da sind ganz erschreckende Entwicklungen unterwegs, weil das Endprodukt dieser Entwicklung ist nicht nur, dass die Leute eine andere Sprache können oder dass die viel Informationen abrufen können. Das Ende dieser Entwicklung bedeutet, dass wir alle der digitalen Sphäre und damit den wenigen Konzernen unterworfen sind, die diese digitale Sphäre beherrschen. Und das sind in erster Linie natürlich Google, Apple und Microsoft. Also es ist im Moment ein Weg eingeschlagen worden, über diese ganze Digitalisierung, über die Einführung der künstlichen Intelligenz, der uns jeglicher Demokratie beraubt und an dessen Ende praktisch eine Autokratie steht, eine schlimme Zukunftsvision, wie sie Mussolini mal gehabt hat, wo die gesamte Bürgerschaft, also praktisch von einigen wenigen Konzernen, in Zusammenarbeit mit dem Staat beherrscht wird. Unglaublich, was Sie da für Informationen rübergeben. Ich denke, das wird auch sehr viele unserer Zuschauer bewegen, emotional bewegen, vor allen Dingen die Familie haben oder anders gesagt Familie planen. Also ich denke jetzt auch an die vielen jungen Menschen, denn die wollen ja auch eine glückliche, freie Zukunft haben, eine Zukunft haben, die mit Chancen verbunden ist. Und wenn ich mir vorstelle, alles läuft nur noch auf Automatismus, wie Sie sagen, also wir haben eigentlich, wir erleben es ja hier und da schon, dass man also im Prinzip diese Bequemlichkeit gerne fördert. Ja, Bequemlichkeit ist ja irgendwo manchmal ganz gut, man muss sich auch mal ausruhen, aber wenn es natürlich dazu führt, dass man alles abgenommen bekommt, in Anführungsstrichen, dann ist das eine gefährliche Bequemlichkeit und vor allen Dingen ein Weg, der nicht in die Freiheit, sondern in die Unfreiheit führt, meiner Meinung nach. Ne? Ja. Und das gilt es natürlich schon zu stoppen, da bin ich auch bei Ihnen, denn Sie haben ja in dem wunderschönen Buch, ich halte es ja gerne mal in die Hand, ja, Friedrichs Traum von der Freiheit. Also das finde ich übrigens super klasse, dass ein kritischer Journalist da auch dann sich die Zeit nimmt, mal ein Buch zu schreiben, ja, für seine Enkelin, weil letztendlich, ja, vielleicht sagen Sie mal was dazu, denn es geht uns ja nicht nur Oldies but Goldies an, sondern es geht ja auch im Prinzip um die Zukunft unserer Kinder, unserer neuen Generation und je mehr wir Aufklärung betreiben, was ökonomische, finanzielle und wirtschaftliche Bildung anbelangt, dann ist es das beste Investment überhaupt. Nur das kommt leider natürlich zu kurz. Ne? Das ist kein Pflichtfach, kein Schulfach. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das müssen wir ändern. Denn wenn wir zwar das Alphabet in der Schule lernen, von A bis Z, ja, dann ist das gut. Und auch die Rechenarten, wenn wir die lernen, ist das auch gut. Aber wenn wir von ökonomischen, wirtschaftlichen und finanziellen Gegebenheiten so gut wie kaum
üldliche, globale, ja, gute, tiefgehende Kenntnisse haben, dann passiert eben das, dass einige wenige plötzlich, ne, die diesen Wissensstatus quo haben, mächtiger und mächtiger werden. Apropos, Sie haben gesagt, Elon Musk hat ja Twitter gekauft. Wie steht's denn da eigentlich drum? Ich höre da jetzt die letzte Zeit die dollsten Dinge, so nach dem Motto, er schmeißt da Leute raus und dies und das und jenes. Ist denn überhaupt Twitter noch frei dann so gesehen? Oder können wir den Kanal eigentlich auch dann sagen, naja, also... Also frei ist keines dieser großen Medien. Twitter war nie frei, Twitter ist ja immer kontrolliert worden und das wird sich unter Elon Musk ganz sicher nicht ändern. Ja. Also Elon Musk hat es ja geschafft, so sich ein Image zuzulegen als so ein bisschen der Rebell unter den Ultrareichen. Aber Elon Musk ist einer, der unglaublich profitiert hat vom amerikanischen Staat. Also ist der Unternehmer, der mit den höchsten Geldern vom Staat finanziert wurde. Der hat also Kredite über 5 Milliarden Dollar inzwischen abgegriffen vom amerikanischen Staat. Der hat mit den amerikanischen Geheimdiensten zusammengearbeitet. Der hat mit der NASA zusammengearbeitet. Man darf nicht vergessen, er betreibt Starlink, also diese 1600 Satelliten, die dauernd um uns herumschwirren. Er hat sein eigenes Internet darüber. Er fördert auf diese Art und Weise den Ukraine-Krieg, weil das ukrainische Militär seine Informationen über seine Starlink-Satelliten sich beschafft. Elon Musk hat Tesla übernommen. Er hat das übrigens nicht gegründet. Das ist eine Gründung von anderen Leuten gewesen. Er hat das übernommen, hat diese Leute dann rausgeworfen und hat aus Tesla ein riesiges Überwachungssystem gemacht, weil es gibt kein anderes Auto auf der Welt, bei dem so viele Daten über die Fahrten der Leute und über das Privatleben der Leute gesammelt wird wie bei Tesla. Also Elon Musk ist alles andere als ein Rebell. Elon Musk ist übrigens auch einer der Gründer von PayPal gewesen. Und PayPal hat gerade vor 2 oder 3 Wochen eingeführt, dass Menschen, die Desinformationen verbreiten, dass die mit einer Geldstrafe von 2.500 Dollar rechnen müssen oder dass die für 180 Tage von allen Geldströmen abgeklemmt werden. Also man muss sagen, Elon Musk gehört zu diesem digital-finanziellen Komplex. Und ich vermute, dass Elon Musk mit Twitter etwas ganz Großes vorhat. Ich nehme nämlich an, dass er daraus auch eine Bezahlplattform machen will. Also dass man über Twitter dann nicht nur Informationen verbreiten kann, sondern auch Geld an andere Leute weiterschicken kann. Also ich glaube, in dem Bereich, da hat er seine Karriere auch mal begonnen. Ich denke, dass der da irgendwelche ganz großen Pläne hegt. Aber mit Freiheit hat das alles überhaupt nichts zu tun. Freiheit ist auch nicht dann gegeben, wenn ein einziger Mann darüber bestimmt. Freiheit ist dann gegeben, wenn wir alle, die große Mehrheit von uns allen, etwas zu sagen hat. Und bei Twitter sagt, hat nur einer das Sagen und das ist Elon Musk. Also das ist das Gegenteil von Freiheit. Dann nochmal zu meinem Buch. Also mir wird ja relativ oft vorgeworfen, also dass ich immer sehr düstere Fantasien oder düstere Zukunftsszenarien entwerfe. Und dann werde ich ab und zu mal gefragt, wieso ich denn deswegen trotzdem einen halbwegs optimistischen Eindruck mache. Also ich habe ja auch meinen eigenen Antrieb. Mein Antrieb, das sind hauptsächlich meine Kinder und meine Enkel. Ich möchte nicht, dass die in einer digital-finanziellen Diktatur irgendwann landen. Ich möchte, dass die ein freies Leben führen können. Und das kann ich vor mir selber nur dadurch rechtfertigen, dass ich ganz heftig dazu beitrage, dass man das entlarvt, was im Moment passiert. Und ich denke, Kindern muss man dabei also ja ganz vorsichtig begegnen. Also ich fand es in der ganzen Zeit der vermeintlichen Pandemie nicht richtig, also die Kinder gegen die Kindergärtner aufzubringen oder gegen die Lehrer aufzubringen, auch wenn diese Lehrer und Kindergärtner teilweise fürchterlich falsche Informationen weitergegeben haben und furchtbar falsch gehandelt haben. Ich habe gedacht, so eine Kinderseele, die muss man ein bisschen behutsam behandeln. Und ich habe mir dann eine Geschichte ausgedacht, um meiner Enkelin klarzumachen, was es denn eigentlich bedeutet, in Freiheit zu leben. Und die Geschichte, die dreht sich, weil wir beide gerne in den Zoo gehen. Und unsere Lieblingstiere sind die Erdmännchen, die flitzen immer so lustig durch die Gegend und richten sich so wunderbar auf. Das sehen wir uns immer gerne an. Und da habe ich mir so ein Erdmännchen genommen als Hauptfigur in meinem Buch. Und dieses Erdmännchen lebt in Gefangenschaft in einem Zoo und ist umgeben von lauter bequemen Erdmännchen, die diese Gefangenschaft toll finden. Aber dieses Erdmännchen hat eine Eigenschaft, die auch mal Einstein gehabt hat. Es ist neugierig. Es möchte wissen, was draußen passiert. Und das Erdmännchen bekommt eines Tages mit, dass es ja gefangen ist, dass es einen Zaun gibt. Und das hat dann nur noch ein Ziel. Ich möchte auf die andere Seite. Und das schafft es dann auch, auf die andere Seite zu kommen. Und das merkt dann aber auch, dass die Freiheit tatsächlich mit Schwierigkeiten verbunden ist. Weil man muss sich um sein Essen kümmern, man muss sich um ein Zuhause kümmern. Man hat natürliche Feinde. Also es gibt da auch ein paar Schwierigkeiten. Aber das Erdmännchen lernt dann sehr schnell, dass diese Schwierigkeiten zu bewältigen sind und dass der Geschmack der Freiheit doch etwas ganz, ganz Besonderes und was ganz Kostbares ist. Und ich denke, dass also, nachdem ich da diese Geschichte als Gute-Nacht-Geschichte damals erzählt habe, hat mich meine Enkelin auf die Idee gebracht, hat gesagt, Opa, wollen wir das nicht mal aufschreiben?
Und so ist dann auch tatsächlich dieses Buch geschrieben, entstanden. Und ich muss sagen, ich habe ein ganz großes Glück gehabt, weil ich habe einen Verleger gehabt, der eine ganz tolle Illustratorin dazu geholt hat. Und ich bin total begeistert gewesen von den Illustrationen. Und deswegen bin ich absolut zufrieden mit dem, was dabei herausgekommen ist. Ich kann dem nur beipflichten, ich habe es gelesen und es ist ein wunderbares Geschenk übrigens auch jetzt kurz vor Weihnachten und auch danach natürlich zu allen Anlässen, gerade wenn man an die Liebsten denkt, die Kinder und Enkelkinder. Und das ist ja ab 7 Jahren und ich finde es toll, dass wir das also als kritischer Journalist halt auch jetzt in diesen turbulenten Zeiten, in denen wir uns jetzt hier bewegen, ja, den Traum der Freiheit auch nicht aufgeben, ich auch nicht, wir alle nicht, den wollen wir nicht aufgeben. Ich glaube, da sind wir alle uns einig und wir werden unsere Community auch hier nochmal offiziell jetzt herzlich einladen, Kommentare zu hinterlassen, wie Sie das ganze Thema Freiheit sehen, Wohlstand in Gefahr, Freiheit, das muss uns erhalten bleiben, die Sicherheit muss uns erhalten bleiben und natürlich auch der Wohlstand darf uns nicht abhanden kommen. Vielleicht jetzt nochmal ein kurzes Schlusswort von Ihrer Seite, was Positives jetzt auch, wirklich was Positives, um Menschen auch jetzt wieder Mut zu machen, nach vorne zu schauen für 2023, trotz all diesem ganzen, naja, Sie wissen schon, ne, Krisen, die uns um die Ohren fliegen. Das ist ja eine perfekte Sturmkrise, die wir zurzeit erleben. Eine Krise hinhackt die andere. Aber ich habe ja mal gelernt, Krisen sind Chancen. Und lass uns doch noch mal ganz kurz vielleicht so ein bisschen über die Chancen für 2023 sehen, aus Ihrer Sicht, was wir unserer Community zurufen können, wo wir jetzt im Prinzip ja uns auch vielleicht ein bisschen drauf freuen sollten. Ich denke, Sie geben mir da ein gutes Stichwort. Und zwar, ich bin ja in China geboren. Und das chinesische Zeichen für Krise besteht aus zwei Zeichen. Das eine Zeichen ist Gefahr und das andere Zeichen ist Chance. Und ich denke, wir haben im Moment auch tatsächlich eine Riesenchance. Wir haben eine Riesenchance, eine große Zahl von Menschen zu erreichen, die das Vertrauen in die Politik immer weiter verlieren. Und die werden dieses Vertrauen in der nächsten Zeit garantiert nicht zurückgewinnen, sondern im Gegenteil. Die Agenda, die mit uns im Moment da durchgeführt wird, die ist so menschenfeindlich, und die ist auch so gegen das innere Wesen des Menschen gerichtet, dass immer mehr Menschen sich von denen abwenden werden. Und da ist es natürlich wichtig, von unserer Seite auch ein paar positive Impulse zu geben. Und ich denke, die wichtigsten positiven Impulse sind auch, dass man den Leuten so ein bisschen erzählt, in welche Richtung eigentlich die Welt gehen müsste, wenn es alles besser werden soll. Also ich denke, ganz wichtig für mich wäre, also ein Vorschlag wäre, dass die Menschen endlich sich mit dem ganzen Finanzcasino beschäftigen, was um uns herum da schwirrt. Also dieses Finanzcasino, dieser ganze Bereich der Derivate, also dieser ganzen Wetten am Finanzmarkt, die ja inzwischen ein unglaubliches Ausmaß angenommen haben, ich denke, dieser ganze Bereich, der müsste irgendwann trockengelegt werden. Also es müsste die Realwirtschaft wieder im Mittelpunkt stehen und dieser ganze Finanzbereich müsste der Realwirtschaft, wie es früher mal gewesen ist, wieder untergeordnet werden. Dann müsste unbedingt die Herrschaft der ganz großen IT-Konzerne gebrochen werden. Und da gibt es eine ganz einfache Forderung, wie man diese Herrschaft brechen könnte. Man muss ganz einfach nur fordern, dass alle Lizenzen und Patente im Internet freigegeben werden. Weil diese großen Konzerne leben nur davon, dass sie einen Wissensvorsprung gegenüber dem Rest der Menschen haben. Und diesen Wissensvorsprung halten sie in den eigenen Händen über die Lizenzen und die Patente. Und wir wissen ja alle, dass es inzwischen Open Source Communities gibt. Wir wissen, dass es zum Beispiel ein System wie Linux gibt im Internet, was von den ganzen Betreibern und den ganzen Usern selber ständig verbessert wird. Ich denke, es gibt innerhalb der Bevölkerung, der Weltbevölkerung, so viel Kreativität, die müssen wir wirklich nur wecken und die müssen wir mit ins Spiel bringen. Und diese Kreativität wird im Moment ausgebremst durch diese ganzen Lizenzen, Patente und diese ganzen rechtlichen Regulierungen. Da müssen wir dafür sorgen. Also ein kleines Beispiel, was mir das immer wieder vor Augen führt. Es wird oft gesagt, also wo sind denn die großen Musiker von heute? Wenn ich durch die Fußgängerzonen gehe, und da die ganzen Akkordeonspieler und die ganzen Leute sehe, die auf ihren Instrumenten da den Leuten Freude bereiten, dann sehe ich da so unglaublich viel Talent. Aber dieses Talent erkenne ich nicht, wenn ich die Schlager-Hitparaden sehe. Also ich denke, in der Bevölkerung steckt so viel drin. Wir müssen das wecken. Und wenn wir das wecken, das sind keine Schlafschafe, das sind schlafende Löwen, die wir da wecken. Und dann werden wir auf dem Weg in eine bessere Welt sein. Aber ich denke, dass die Chancen und der Nährboden für Aufklärung und für den Weg in eine bessere Welt nie besser gewesen sind als jetzt und auch nie besser sein werden als im Jahre 2023.
Dem schließe ich mich sicherlich genauso an, denn finanzielle Bildung und all das, was dazugehört, ist eines der besten Investments, denn das Vermögenspotenzial steckt in jedem von uns drin. Jeder hat Talent, egal ob jünger oder älter. Und wir wollen natürlich auch Mut machen, mehr Menschen in die Talentfindung einzusteigen, wirklich mehr über Investieren als nur über Sparen nachzudenken, auch wenn wir das im Augenblick tun müssen, ein bisschen durch die Inflation. Aber der kluge Umgang mit Geld wird auch ein Dauerbrenner bleiben. So, ja, also vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Ernst Wolf. Freue mich also wirklich nochmal, dass wir hier umfangreich über die verschiedensten Themen gesprochen haben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch viel, viel mehr geht, ja, in den nächsten Wochen, Monaten. Also es wird nicht langweilig und von daher, liebe Community, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, um kein Video zukünftig mehr zu verpassen. Wir wollen alle den Wohlstand nach vorne bringen, die Freiheit nach vorne bringen, die Sicherheit nach vorne bringen und dazu sind natürlich Experten, Ökonomen auf unserem Kanal immer wieder gerne zu Gast. Heute war es Ernst Woll. Vielen, vielen herzlichen Dank. Bleiben Sie uns erhalten und fit. Und wir freuen uns schon bald, das nächste Gespräch mit Ihnen führen zu dürfen. Ja, vielen Dank für die Einladung und gerne wieder.